Frankfurt am Main. Nicht die größte Stadt Deutschlands, jedoch die, die am höchsten in den Himmel ragt. Doch schaut man stets von unten nach oben zu den stummen Riesen hinauf und vergisst dadurch die Dächer der höchsten Häuser Deutschlands. Handwerksberufe gibt es viele, jedoch wohl keinen mit einem so breiten Tätigkeitsbereich wie beim Dachdecker, bei dem es so sehr auf das Miteinander der einzelnen Kollegen ankommt. Also hier haben wir jetzt ein fast fertiges Stalldach in einer Schieferentdeckung. Dort sind unsere Spengler am Werk, die Schieferdecker. Die bauen sich gerade das Besengerüst. Hier ist der Kamin bekleidet. Eine Deckleiter nennt sich das. Auf dieser Seite sehen wir jetzt hier fast ein fertiges Schieferdach, so wie es sein soll. Es fehlt noch der Schneefang. Und auf dieser Seite sehen wir jetzt das ganz vollkommene Werk von unseren Gesellen hergestellt, in seiner ganzen Form, und das sieht einfach toll aus. Hier ist der Schieferdecker Henning, das ist einer der Besten seiner Branche, und dem muss man einfach mal beim Arbeiten zuschauen, das ist einfach Kunst. Sag mal, Peter, wie lange gibt es denn diese Technik schon? Ja, 100 Jahre, ist einer der ältesten Dacheindeckungen. Was machst du da jetzt gerade? Wir decken gerade den eingebundenen Ort. Lukas deckt den eingebundenen Endort und das ist die Sprenghinde. Okay. Wie heißt diese Deckung? Das ist die deutsche Deckung. Das ist schon die etwas modernere. Es gibt drei verschiedene Deckarten. Altdeutschschuppen und deutsche Deckung. Okay. Ja, die deutsche Deckung ist so eigentlich die Standarddeckung. Was ist Ja, der Beruf des Dachdeckers ist einer der traditionsreichsten Berufe, die es gibt. Man kommt viel rum, hat immer eine schöne Aussicht, ist bei jedem Wetter draußen, immer an der frischen Luft. Man hat viele, viele Bereiche mit Steildach, Flachdach, Metall, Bitumenbahn, Schiefe, Betondachstein. Also das Aufgabenspektrum ist sehr weit. Lustig heute morgen. Morgen. So, die Einteilung für heute: der Stefan, der Olli und der Basti nach Seil auf. Stefan, dein Sattel. Jo. Kannst du ja mal durchschneiden dann. Und ihr könnt auch die ganze Woche ja, dann direkt fahren. Ja, werden wir tun. Finanzamt Offenbach. Da warst du ja schon mal. Mhm. Und kennst du dich ja aus. Ja. Braunheimer Werkstätte, dann ein Schluss, Neumacher, ja? Jetzt sparen wir Valentin, ja. Und, das, und der zeigt dir dann genau, wo das ist. Ich war im Kalle, ja. Du nimmst den Kalle mit, ja. Gut. Und Achim, Ludwigstraße Offenbach, Dachrinne sauber machen, Eideckrahmen sauber machen. Mhm. Und danach hier oben nach Bergen-Enkheim ist eine Schablone beim Kamin raus, mhm. Und dann guckst du mal nach dem Fürst und nach, dem, nach der Lichtkuppel Treppeaufgang. Dann nimmst du an die mit. Ja? Alles klar. Ja.
Tschüss, viel Spaß. Der Mitarbeiter erwärmt jetzt gerade die Oberlage, weil wir müssen vom Wetter leider aufhören mit Schweißen, weil es regnet. Und dass die Oberlage nicht unterläufig wird, verschmiert er jetzt gerade im Randbereich alles nach, dass praktisch kein Wasser nachlaufen kann unter die erste Bahn. Also hier in dem Bereich sehen wir den Kamin. In noch nicht fertigem Zustand, hier fehlt noch das Anpressprofil. Das Anpressprofil kommt an den Kamin dran, dass die Pappe irgendwann im Laufe der Jahre nicht runterrutschen kann. Das heißt, sie wird mechanisch befestigt und versiegelt. So sieht das mal später aus, wenn das fertig ist. Die sind einfach nur mechanisch befestigt, weil nur vom Kleben her wird sie irgendwann mal von der Hitze runterfallen. Peter, wie lange bist du hier dran? Ja, Vierteljahr so ungefähr. Ab Januar circa. Auch mal wetterabhängig. Immer wetterabhängig. Ich meine, wir haben jetzt Winter, waren mal Tage, wo wir nichts machen konnten oder so. Und dann, ja. Wir machen heute hier die Blechverwahrung von dieser Gaube. Das machen wir mit vorgefertigten Scharen. Ja, ist einfach, damit die Gaube wetterfest ist. Alte Ziegel runter, Latten runter, neue Ziegel wieder drauf. Wie gesagt, jetzt sind wir hier an der Blechverwahrung. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit.
von letzten hoch. Jetzt kommt von oben. Ich bin der Oliver, ich habe 2000 mit meiner Lehre angefangen, diese dann auch erfolgreich abgeschlossen. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile seit 18 Jahren hier oben auf dem Dach unterwegs, auf den Dächern in Offenbach, in Frankfurt, Wiesbaden. Unser Tätigkeitsfeld ist einfach riesengroß. Mittlerweile haben wir die Spengler fast noch mitgeschluckt. Also wir haben ziemlich viel Arbeiten, die früher eigentlich dann von Spenglern oder Zimmerleuten oder was weiß ich welchen Gewerken ausgeführt worden sind, die wir heute einfach alle mitmachen müssen. Und dann kommen noch die unterschiedlichen Materialien dazu, wie Bitumen oder Flüssigkunststoffe, Metalle. Wir haben eigentlich alles dabei, Holzarbeiten, Fenster bauen wir ein. Das ist halt einfach, das macht halt einfach Spaß. Ich stehe morgens auf und singe von der Arbeit, das ist einfach schön bei uns im Beruf. Ja, das ist ganz ehrlich so. Meine Frau gehe ich richtig auf den Sack. Wenn ich morgens singend aufstehe, dann ist sie immer am Schimpfen. Wie kann man nur so gute Laune haben, wenn man auf die Arbeit geht, ja. Ja, es ist Freiheit, es ist eine Form von Freiheit. Man darf nur den Respekt niemals verlieren. Ja, sobald du da übers Gerüst läufst und denkst dir nichts mehr dabei, dann solltest du dir mal einen Kopf machen. Ja. Wer dem gewachsen ist, kann gerne kommen. Schlagwörter eingegeben. Schweißen, löten, brennen. Und dann kam das Dachdeckerhandwerk raus. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Fachbegriffe gehört. Also es fängt an mit Polymer, Elastoma, Bahn, PYE und dann die ganzen Kürzel dazu und die ganzen verschiedenen Dämmungen. Man lernt wahnsinnig viel, was man vorher einfach nicht wusste. Also ich glaube, das Dachdeckerhandwerk hat ein ganz, ganz, ganz weites Spektrum, was wahnsinnig unterschätzt wird. Hätte ich mir niemals so schwer vorgestellt. Oh, hallo, moin erstmal. Wir sind hier auf einer Baustelle vom Neubau in Frankfurt. Wir verarbeiten heute das Material Formglas. Formglas ist aufgeschäumtes Glas, das was in Heißbitume verlegt wird. Heißbitume ist ein Material, das wo man vor 40, 50 Jahren fast alle Flachdächer mit abgedichtet hat. Formglas wird dazu gebraucht, meistens wenn man hohe Druckfestigkeit erreichen muss, das heißt, wenn Klimageräte oder irgendwelche schwere Gegenstände auf der Dachfläche stehen. Abdichtungslage auf und die wird auch voll in Heißbitum eingegossen. Und darauf wird dann später die zweite Lage einfach drauf geschweißt.
kommen dann nur noch, dass man später die Tone verteilt, dass überall Gleichmäßigkeit reicht. Und darauf kommt dann die zweite Abdichtungslage. Der Kessel braten aus dem Betumkocher. In den 50er Jahren fanden Arbeiter, die mit Betum U-Bahn-Schächte abdichteten, heraus, dass man Schinken im 200 Grad heißen, flüssigen Betum garen konnte. Vorher musste dieser sorgfältig in Wachs und Backpapier eingewickelt und gut verschnürt werden. Das Stück bleibt jetzt 1,5 Stunden da drin und dann lassen wir es uns schmecken. Diese Tradition haben dann Dachdecker später auf ihren Flachdächern übernommen. Das hat aber gut angenommen, ne? Guck mal, das ist gerade mal durch die erste Schicht gelaufen. Nee, noch nicht. Ja. Ich bin schon Kind überall hochgeklettert. Ich denke, das ist auch Voraussetzung. Also auf jedem höheren Dach, auf dem ich bin, mache ich also irgendwie ein Foto von der Skyline. Also ich habe Frankfurt, glaube ich, schon von allen Seiten irgendwie die Skyline fotografiert. Das ist immer wieder schön. Ja, ich sag mal, es ist so ein bisschen Berufskrankheit. Du bist halt so unterwegs und naja, Frauen gucken sich unten Schaufenster an und du bist halt immer mit dem Kopf nach oben, guckst dir die ganzen Dächer an. Und also ich laufe hier oben sicherer wie unten auf dem Gehweg.